Hallo und willkommen zurück in Ymir, hier bei Trails of Cold Steel 2. Ich habe mit allen Leuten gesprochen in der Stadt, mit einer Ausnahme. Das machen wir jetzt gleich gemeinsam, weil das Gespräch uns alle angeht, wie ich festgestellt habe. Die anderen Stadtbewohner hier wünschen uns größtenteils viel Glück für die kommende Schlacht, machen sich natürlich auch ein bisschen Sorgen um uns und sie planen schon eine Siegesfeier, wurde nicht gesagt, aber sie planen halt eine Feier. Kann natürlich auch sein, dass das einfach nur zum Jahreswechsel ist, aber heute Nachmittag schon. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich nicht allzu lange brauchen in Heimdall. Aber, achso genau, haben wir hier oben noch irgendwas? Ansonsten können wir gleich mal noch mit unseren Eltern sprechen. Und das schien, ohne was vorwegnehmen zu wollen, schon eine interessante Sache zu sein. Rin, uns wurde gerade erzählt, was geschehen wird. Ihr habt vor, an der Befreiung von der Hauptstadt teilzunehmen, oder? Ich bin sicher, ihr wisst bereits, wie gefährlich das sein wird. Und zwar gefährlicher als alles, was ihr bislang getan habt. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Aber das ist unsere Chance, den Bürgerkrieg ein für alle Mal zu beenden. Ich weiß, dass ihr euch Sorgen um mich macht. Aber als Student von Thor möchte ich kämpfen, um mein Land zu beschützen. Und als Elises Bruder möchte ich kämpfen, um sie zurückzuholen. Es tut mir leid, aber ich habe den Entschluss bereits gefasst. Ich muss gehen. Ja, wir wussten, dass du etwas derartiges sagen würdest. Ja, das wussten wir tatsächlich, denn du bist ja kein Kind mehr. Du bist erwachsen geworden, zu einem feinen jungen Mann. Und ich habe auch gar nicht vor, dich aufzuhalten. Tu das, was getan werden muss. Bring Elise nach Hause und rette seine Majestät. Ich werde dich nicht im Stich lassen, oder nicht enttäuschen, besser gesagt. Es ist schwer zu glauben, wie sehr du doch gewachsen bist in den letzten 2 Monaten. Ich glaube, es ist wohl an der Zeit, dass du die Wahrheit erfährst, Rin. Vater? Es gibt da eine Sache, die ich die ganze Zeit vor dir geheim gehalten habe. Ich habe mich gefragt, wann dieser Tag wohl kommen würde. Und jetzt glaube ich, dass du alt genug bist und auch erwachsen genug, um damit umzugehen. Und deshalb, sobald all das hier vorbei ist, werde ich dir alles, was ich weiß, erzählen über deine Geburt. Dadam! Schatz, bist du da wirklich sicher? Das bin ich. Es tut mir leid, dass ich vorher nicht darüber mit dir gesprochen habe, Lucia. Aber bist du nicht auch der Meinung, dass er das Recht hat, es zu erfahren? Und auch dir gegenüber tut es mir leid, mein Sohn. Ich wollte das jetzt nicht so plötzlich ansprechen. Es ist schon gut, Vater. Ich hatte nicht erwartet, dass du dieses Thema nun anschneidest. Aber irgendwo, ganz tief in meinem Kopf, hatte ich immer den Verdacht, dass es da etwas gab, was du mir nicht erzählt hast. Ah, ich verstehe. Ach, das wusstest du? Ja, es ist ja nicht so, als ob ich den Beweis hätte oder so. Aber ich wurde einfach in einem Schneesturm gefunden. Ganz alleine. Unter diesen Umständen hätte ein Kind meines Alters schon nach wenigen Stunden den Kältetod gefunden.
Und dennoch ist es Vater gelungen, mich gerade in dieser Zeit zu finden. Da musste ich mich ja fragen, ob noch mehr hinter dieser Geschichte steckte. Ich habe es wieder und wieder durchdacht, versucht herauszufinden, ob ich da irgendwas übersehe. Ja, ich verstehe. Es tut mir so leid. Wir wussten ja nicht, dass du deswegen so leiden würdest. Na, ich glaube nicht, dass es etwas ist, für das ihr euch entschuldigen solltet. Ich weiß, warum ihr es mir nicht sagen würdet. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass ich in dem letzten Jahr wirklich stark erwachsen geworden bin. Dank Elise und allen anderen, die ich bei Thor getroffen habe, kann ich mittlerweile wirklich auf mich stolz sein. Und das aus diesem Grund, ganz egal, was von nun an geschieht, und ganz egal, was ihr mir auch erzählen wollt, werde ich doch immer euer Sohn sein. Das wird sich niemals ändern. Ich würde ja lügen, wenn ich jetzt behaupte, ich freue mich nicht darauf, es herauszufinden. Aber es ist nicht mehr die riesige Sache, die es früher einmal war. Haha. Danke, mein Sohn. Das war doch eigentlich meine Aufgabe. Ja, da dachte ich, jetzt kommt es endlich. Jetzt erfahren wir mehr über Reens Vergangenheit. Und da wird es dann doch nochmal bis auf nach dem Kampf verschoben. Und wer weiß, ob da nicht wieder was dazwischen kommt. Also das Spiel ist ja sehr gut darin, Cliffhanger aufzubauen. Oder was anzuteasen. Ich sollte derjenige sein, der euch beiden dankt. Mir ist zum Heulen zumute. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja, weil sie ja so eine Familie sich ja auch gerne hätte. Ich freue mich so sehr für dich, Rian. Naja, ich schätze mal, es ist wohl Zeit zu gehen. Pass auf dich auf, Rian. Ich weiß, du kriegst es hin. Kommt bitte alle wohlbehalten zurück. Wir werden hier sein und euch willkommen heißen. Ja, das machen wir. Ja, du hast wohl recht. Ich bin sicher, er kann damit umgehen. Aber wenn sie das schon so sagt, er kann damit umgehen, oh mein Gott, was ist es nur? Es wird ja nicht so sein, dass es irgendwas Harmloses ist. Das macht mir jetzt schon so Sorgen. Ja, in der Tat. Alles, was wir tun können, ist an ihn glauben und beten, dass Aidios aus dem Himmel über ihn wach hält. Über ihn wacht. Ja. Das war ja mal unerwartet. Ich wusste, oder ich hätte ja nicht gedacht, dass deine Eltern wussten, wer deine biologischen Eltern sind, Rian. Aber es klingt jetzt auch nicht so, dass sie allzu viel darüber wissen. Du erinnerst dich an gar nichts aus deiner Kindheit, bevor du von ihnen aufgenommen wurdest, oder? Unglücklicherweise nicht. Meine früheste Erinnerung ist, dass ich in diesem Haus aufgewacht bin.
Oder. Oh, da habe ich schon eine Möglichkeit, wie das sein kann. Aber gut, wir werden sehen. Ich lag im Bett und Elise war an meiner Seite. Es gibt auch gewisse Parallelen zu Trails in the Sky. Wo, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Auch quasi mit Amnesie da aufgewacht ist. Naja. Aber warte mal. Nein. Das ist gar nicht meine früheste Erinnerung. Es gab da noch etwas vorher. O Aidios, wenn du zuhörst, höre mich nun an. Bitte gewähre diesem Kind. Rain, geht's dir gut? Oh nein, es geht mir gut. Ich glaube, wir waren auch zu lange hier. Wir sollten uns wohl auf den Weg machen. Ich weiß auch nicht, warum das gerade so ruckelt. Also die Textboxen so geruckelt haben. Ach so, genau. Wir haben hier, ich habe noch geguckt, eine Quest offen. Das ist dummerweise die vierte, wahrscheinlich auch die schwierigste von den vieren. Aber da wir gerade schon mal in E-Mail sind, gehen wir es mal an. Irgendwo hier im tiefsten Ende des Ymir-Tales. This spot looks perfect for fishing. Ich kann gar nicht aufhören, über dieses leuchtende Glühen nachzudenken. Ich kann gar nicht abwarten, meine Zähne in seinen schönen Körper zu stoßen. Ich hoffe, sie redet jetzt gerade von einem Fisch, oder? Hallo, Annabelle. Hast du einen seltenen Fisch im Wasser entdeckt? Oh, guten Tag, Rain. Ja, tatsächlich. Vor kurzem habe ich einen riesigen Schatten eines Fisches durch diesen Strom hier schwimmen sehen. Ein riesiger Schatten? Du glaubst aber nicht, es könnte der Wächter von Ymir sein, oder? Oh, du kennst ihn? Naja, du bist ja auch hier in der Gegend aufgewachsen. Deshalb ist das schon logisch. Ja, von Zeit zu Zeit hört man mal wieder von Sichtungen. Ich habe sogar mal einen gesehen, oder ihn einmal gesehen, als ich Kind war. Oh, wirklich? Dann musst du ja genauso neugierig sein wie ich. Oder nicht? Ich wäre jedenfalls so neugierig, wenn ich in deinen Schuhen stecken würde. Aber ich fürchte, die Legende von Ymirs Wächter endet hier. Denn ich werde diejenige sein, die ihn aus dem Wasser zieht. Du willst ihn fangen? Ja, auf jeden Fall. Und wenn du nicht willst, dass ich ihn fange, dann musst du ihn halt vor mir fangen. Und es wird aber für keinen von uns beiden leicht werden. Wie du dir sicherlich bewusst bist, Rain, ist der Wächter von Ymir eine ganz eigene Klasse unter den vielen Fischen Erebonias. Aber ich könnte nicht erfreuter sein, dass du mein Rivale bist. Und da das jetzt gesagt wäre, möge der Wettbewerb beginnen. Ja, und möge der beste Angler gewinnen. Okay. Kann ich den jetzt hier fangen? Wir versuchen es einfach mal. Das wird er sein. Oh mein Gott.
war einfacher als im letzten Spiel. Habe ich, glaube ich, erst den dritten Versuch dann gefangen. Ach, das ist der Erztyrann, von dem wir ja so ein Abzeichen haben. Das, was 2500 Hitpoints bringt und Stärke und Art. Wow, der sieht ja wirklich gut aus. 300 Rege lang, also 3 Meter dann. Und damit haben wir jetzt alle Fische gefangen, die es hier gibt. Super. 10 U-Material. Oh, da müssen wir U-Material ausgeben. Jetzt haben wir schon 98. Ich glaube, das geht nicht über 100. Ich habe ihn gefangen. Dass ich da eine Niederlage erleben muss. Schau dir mal an, wie groß der ist. Der ist unglaublich riesig. Und dieses Leuchten, was von ihm ausgestrahlt wird, ist so wunderschön. Ja, und du hast ihn jetzt aus dem Wasser gezogen und jetzt muss er sterben. Das ist also, naja. Ich hoffe, wir fangen ihn, damit wir ihn wieder aussetzen. Oder, ja, auch in ein Aquarium möchte ich ihn nicht bringen. Ich schmeiße ihn nachher wieder rein, ja? Und all die Legenden entsprechen nun doch der Wahrheit. In der Tat. Er scheint ja mindestens 3 Meter lang zu sein. Es muss die Mutation eines Gladiators sein. Ja, aber er wiegt auch viel mehr. Und er ist auch viel kräftiger. Ich habe mich noch nie so sehr anstrengen müssen. In meinem ganzen Leben, um so einen Fisch zu fangen. Sei es wie es sei, der Sieg ist dein. Und für deine Errungenschaften ernenne ich dich nun hiermit zu einem Platinangler oder zu einem Angler des Platinranges. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich, wofür du deine Punkte ausgeben kannst. Oh, vielen Dank. Ich möchte immer noch gerne wissen, wie er schmeckt. Annabelle? Bitte achte gar nicht auf mich. So, ich schmeiße ihn jetzt eben wieder rein. Ja, so, haben wir gesehen. So, was mag es sein? Aeolo-Scam. Und als ob ich es gewusst hätte, dass wir noch Punkte brauchen. Ich bin ja immer so sparsam. Diesmal hat es sich wohl gelohnt. Obwohl, ja doch, die 15% Evasion alleine, die reichen ja schon. Und dann haben wir als Bonus noch Accuracy 50%. Müssen wir also mit einem Item kombinieren, was auch noch 50% Accuracy gibt. Das wäre super. Jetzt muss ich gerade mal eben gucken, wer hier irgendwas hat mit Accuracy 5. Also du hast überhaupt keine Accuracy. Du hast Evergreen, bringt schon die 100. Du hast keine. Du hast 50. Beziehungsweise 100. Du brauchst das nicht, ja. Bin noch nicht so sicher. Haben wir hier noch was, was 50% Accuracy bringt? Und 5% Crit ist mir zu wenig. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich werde ihn jetzt erstmal so behalten. Oder beziehungsweise erstmal kann ich einen Reen ja bekommen. Dann lassen wir den hier mal weg. Achso, das war ja auch ein Gem. Ja, natürlich.
Dann kriege ich den Ring natürlich nicht. Ragnar Vortex. Und ist ja auch rare. Wir brauchen dann einen Slot, wo er auch reinpasst. Habe ich jetzt irgendwie nicht, oder? Mal den hier raus. Nein, kriegt irgendjemand Vernünftiges später. Warte mal, was hatte Laura gerade für einen Quarz an? Cypher, den wollte ich aufrüsten. Ja, wollte ich. Magius, okay, die sind alle vernünftig eingestellt. Gut. So, dann kümmern wir uns mal um das Questmonster, was hier am Ende lauern soll. Ich werde vorher abspeichern, aber wir packen es auf jeden Fall noch in diese Folge rein. Ich habe keine Lust, den Angelwettbewerb nochmal zu machen, wenn ich gegen das Questmonster scheitere. Nicht aus Versehen reinrennen. So, jetzt muss ich doch nochmal gucken mit dem Edelstein Aeolus. Wer braucht denn noch so aus, weißt du? Wenn wir dir den wegnehmen, hast du noch 50% Hit. Oder hier ein paar Speedpunkte weg. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Der kommt raus. Wir rüsten den eben auf hier. Können wir gar nicht. Ah. Ja, komm, dann bleibt hier das Breast drin. Und du? Kann ich auch auf nichts verzichten. Nee, komm, egal. Ich speichere eben ab und dann schauen wir mal, dass wir den Kampf irgendwie gebacken kriegen. Bin ich mal gespannt. Achso, der ist sogar direkt auf der Karte zu sehen. Okay, irgend so eine Art. Ja, was ist das? So ein Widder-Behemoth? Können wir den von hinten erwischen? Wenn wir jetzt sogar Alisa nehmen, die hat ja diesen Schuss. Ja. Naja, will nicht. Okay.
Also der hat ja so einen, diesen Masterquarz. Stay on your toes. Let's move. Und die Aufstellung ist Mist. Mal eben gucken. Das ist schlechte Aufstellung. Ja, doch für Motivator reicht's noch für alle. Alright, let's do this. Understood. My turn. Wir haben ja keine Wahl. Wir müssen den Domination Quarz voll ausnutzen. Das war schon mal die halbe Miete. Right. So, und auch da erwischen wir alle. Das ist ja praktisch. Nicht S-Craft, Crescent Shell oder Crescent Mirror. Von normalen Angriffen werden die Leute ja Rien und Fee jetzt sowieso ausweichen, denke ich. Also Rien hat jetzt Evasion 90% und Fee 95%, glaube ich. So. Ach, was hast du eigentlich für Fähigkeiten hier? Oder beziehungsweise für Anfälligkeiten? Schlaf. Und wo ist Nightmare? Nightmare ist da, ist weniger. Ja, Schlaf kann ich glaube ich nicht so bieten. Oder? Machen wir noch einen Chrono Drive für alle, für nicht ganz alle. Naja. Arcus activate. Ja. Und jetzt noch möglicherweise einen kritischen Zauber. Nee, das reicht vom Timing her nicht, leider. Wir haben jetzt auch den guten Masterquarz nicht ausgerüstet, also bleibt hier eigentlich nur die Flare-Bombe. Ja, so gegen Feuer ist auch anfällig, super. Kriegst du noch einen Fortuna unter in der Zeit? Ja, super. Er will uns einfrieren. Too slow. So, jetzt wird er meinen fertig machen. Also noch nicht komplett, aber schon ziemlich stark. Hatte ich mir sogar noch mehr erwartet. Okay. Achso, Pandora ist ja nicht an, genau. I can do this. Burn to ash.
Oh, der Link ist auch noch verkehrt von Alisa mit Rien. Da müssen wir mal eben kurz wechseln. Sehen, ob er seinen Zero Arts ausnutzt. Nee. Und das war's jetzt, oder? Erfahrungspunkte halten sich auch so in Grenzen. I did it! I feel stronger than ever! Aster Flat 2, ja, das werde ich eh nicht benutzen. Normaler magischer Angriff, der halt ein bisschen Verbrennung, ein bisschen Verwirrung auslösen kann. Hm, not bad. Radiant Spin, der war ganz gut. Wenn er jetzt noch besser geworden ist, umso besser. Tja, das war die einfache Quest. Oh, und dafür kriegen wir eine Simurian Erzscherbe. Und wahrscheinlich kann man dann drei davon wieder kombinieren zu einem Simurian Erz, wo wir dann eine neue Waffe draus schmieden können. Ich bin nur mal neugierig, ob hier noch irgendwas ist. Nur einmal hier bis zum Ende laufen, ob da noch irgendwas ist. Wahrscheinlich nicht. Dann können wir auch die Folge ausklingen lassen. Und dann werde ich nächste Folge dann mal in eine andere Stadt reisen. Mal gucken, was in der Gegend so ist. Ruhe oder so. Da mal mit den Leuten reden. Ob es da auch wieder so einen Teaser gibt, wie von Baron Schwarzer. Und ansonsten machen wir noch eine der anderen Nebenquests. Also ich erwarte nicht, dass hier noch was ist, weil wir hier schon Lindbaum besiegt haben. Oder war das Lindbaum, der hier war? Also, ja genau, hier am Ende. Und man kann noch einmal gucken. Aber die Trolle haben noch keine Angst vor uns. Und die hier wohl auch nicht, die Golems. Aber im Lacrosse Club hat Alisa ja gelernt, schnell zu laufen. Ne, okay, hier ist nichts mehr. Dann also zurück zur Courageous und nächste Folge dann mal schauen, wo es ins Sind verschlägt. Also macht's gut. Bis morgen dann. Tschüss.